Hallo und herzlich willkommen beim Aquacenter. Heute sprechen wir mal darüber, was man als Aquaristikanfänger so alles braucht. Viel Spaß! Der erste Schritt ist das Aquarium. Als erstes musst du wissen, wie viel Platz du hast und wo du es hinstellen möchtest. Das Aquarium sollte übrigens nicht am Fenster stehen, da durch das Sonnenlicht starke Algenbildung stattfindet. Außerdem wird das Wasser zusätzlich aufgeheizt. Du musst darauf achten, was für Tiere du halten möchtest und ob du ein Meer- oder Süßwasser-Aquarium haben möchtest. Hier geht es aber nur um die Süßwasser-Aquaristik. Der Unterschrank. Bei kleinen Aquarien bis 60 Liter ist der Unterschrank meistens gar nicht nötig. Man kann einen Unterschrank zwar auch selber bauen, aber ich würde euch immer empfehlen, einen speziellen Aquaristik-Unterschrank zu kaufen. Nun zur Technik, der Filter. Er ist in einem biologischen System besonders wichtig, da sich dort viele Bakterien ansammeln, die Lebewesen zum Überleben brauchen. Anfängern würde ich immer empfehlen, einen Filter einzubringen, aber es geht auch ohne. Bei Aquarien bis 60 Liter reicht meistens ein Innenfilter aus. Ab bei großen Aquarien würde ich immer einen Außenfilter oder ein Filterbecken empfehlen, wie ihr hier seht. Man könnte theoretisch an einem 10 Liter Becken einen großen Außenfilter anschließen, den man drosseln kann. Dadurch kann das Becken nicht überfiltert werden und die Bakterien haben eine große Oberfläche zum Leben. Es gibt biologisches Filtermaterial sowie Tonröhrchen und mechanisches wie ganz normale Schwämme. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Beleuchtung. Ein Aquarium sollte im Durchschnitt 6 bis 10 Stunden beleuchtet werden. Beim Beleuchten deines Aquariums würde ich immer LED empfehlen, da diese sehr viel Licht bringen und außerdem noch stromsparend sind. Eine RGB-Lampe, also Rot, Grün und Blau, ist zu empfehlen, wenn man die Farben der Fische und der Pflanzen besser sehen möchte. Grün hilft hier bei den grünen Pflanzen, Rot bei den roten Pflanzen oder bei roten Neons und Blau vielleicht bei blauen Neons. Der Heizer. Vorerst sei zu sagen, dass nicht jeder Fisch tropische Temperaturen bevorzugt. Die meisten Fische mögen zwar um die 25 Grad, aber manche Arten bevorzugen auch 20 Grad, wobei auf eine Heizung verzichtet werden kann. Die meisten kennen wahrscheinlich den handelsüblichen Heizstab. Es gibt aber auch einen Durchlaufheizer, den man einfach an die Außenfilterschläuche anbringt. Dadurch wird das Wasser während des Filterlaufes aufgeheizt und du hast keinen nässigen Heizstab mehr im Becken. Für einen Durchlaufheizer braucht er allerdings einen Außenfilter. Das Thermometer. Wer Tiere im Aquarium hält, sollte auch ein Thermometer haben. Denn woher wollt ihr denn wissen, dass die Temperatur des haltenden Fisches erreicht ist? Deswegen ist für mich in jedem Becken ein Thermometer Pflicht. Nun zur Einrichtung, der Bodengrund. Aquariengestaltung ist immer eine Geschmackssache. Es sollte aber auf die Bedürfnisse der Tiere Acht gelegt werden. Manche Tiere bevorzugen eher weichen Sandboden, wie zum Beispiel Panzerwälzer. Manchen ist es aber auch völlig egal und ihr könnt sogar bunten Kies nehmen. Anfängern würde ich aber einen groben Kies empfehlen mit ca. 2 bis 3 mm. Außerdem kann man als unterste Schicht Vulkangestein nehmen. Dies dient der biologischen Filterung. Ein besonders vielfältiger Aspekt sind Wurzeln und Steine. Hier bekommt ihr fast alles, was ihr euch vorstellen könnt. Jegliches Holz in verschiedenen Farben und Formen bekommt ihr meistens im Zoohandel oder im Internet. Neben den Pflanzen sind Steine und Wurzeln auch wichtig für die Tiere im Becken. Wer ein nicht so schweres Aquarium haben möchte und vielleicht sogar keinen Unterschrank hat, dem empfehle ich schwarze Lava. Dieser Stein ist besonders leicht und hat auch eine schöne Form. Hier haben wir den Drachenstein. Diesen muss man zwar gut auswaschen, da in den großen Poren sehr viel Dreck gelagert ist, aber dafür hat man am Ende einen wunderschönen vielseitigen Stein. Ein wunderschöner Stein ist auch Mini-Landschaft, der aber leider das Wasser sehr hart aufhärtet und dazu nicht für jedes Becken geeignet ist. Pflanzen. Wer ein super schönes Pflanzenwachstum möchte, kommt um eine CO2-Anlage nicht herum. Aber für Anfänger reichen auch erstmal einfach zu pflegende Pflanzen, wie zum Beispiel Wasserpest, Hornkraut, Valisnerien, Cryptocoryne oder Anubias oder Bosophilanthus. Dazu empfehle ich euch einfach zu haltende Aquarienpflanzen auf meinem Kanal. Pflanzen machen das Aquarium schöner und ansehnlicher und produzieren dabei auch noch Sauerstoff für die Fische. Wer als Anfänger dennoch eine CO2-Anlage anbringen möchte,
dem empfehle ich zuerst einmal eine Bio-CO2-Anlage. Diese hilft zwar nicht so viel wie eine Druckgas-CO2-Anlage, ist aber besser als nichts. Das restliche Zubehör. Einen ganz normalen Eimer braucht jeder Aquarianer. Dieser hilft nicht nur beim Wasserwechsel oder beim Wassereinbringen ins Aquarium. Man kann ihn auch zum Pflanzen entsorgen, Kies abwaschen oder anderen Sachen benutzen. Bei einem Eimer ist darauf zu achten, dass er besonders stabil ist. Um das Wasser einfach abzulassen, braucht man einen Schlauch. Diesen hängt man mit einem Ende ins Wasser und saugt mit dem anderen Ende am Mund an. Mit Hilfe einer Mulmglocke kann man den Mulm absaugen. Es geht aber auch nur mit dem Schlauch. Es gibt aber auch Ansaughilfen für den Schlauch. Um keine Eimer mehr schleppen zu müssen, empfiehlt sich ein handelsüblicher Gartenschlauch. Den Schlauch schließt man einfach an den Wasserhahn an und los geht's mit dem Wasser. Ein Schlauch, den ich besonders empfehlen kann, ist der, den ihr seht. Ein Kescher ist sehr hilfreich. Mit diesem kann man Pflanzenteile von der Wasseroberfläche abfangen oder auch tote Fische rausfangen. Er ist nicht dazu da, bei jedem Wasserwechsel Fische rauszufangen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, vielleicht auch über ein Like oder auch einen Kommentar. Über Verbesserungsvorschläge freue ich mich immer, da ich so meine Videos verbessern kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.